In diesem Video geht es um diese Slipreifen von Railblazer, die speziell für Schlauchboote rausgekommen sind und mit denen man das Schlauchboot dann einfacher zu Wasser tragen kann. Diese Reifen hier müssen an dem Heckspiegel fest angebracht werden, also fest aufgeschraubt werden. Die Reifen sehen so aus und dieser Teil hier, der muss an dem Heckspiegel mit 4 Schrauben befestigt werden. Und wie das genau funktioniert, das zeigen wir dir jetzt in diesem Video. Was brauchen wir alles zusätzlich an Werkzeugen für die Montage der Slipreifen auf die Heckspiegel? Das ist einmal ein 10 mm Aufsteckschlüssel. Dann brauchen wir einen Schlitzschraubendreher, einen relativ großen. Der Kopf sollte relativ groß sein. Dann brauchen wir einen Akkuschrauber, um das Loch zu bohren. Einmal ein 3 mm Holzbohreraufsatz, damit man erstmal vorbohrt. Und dann ein 6,5 mm Holzbohreraufsatz, damit man das komplette Loch dann in den Heckspiegel reinbohrt. Dann muss das Loch, was wir dann gebohrt haben, auch abgedichtet werden. Dazu kann man entweder ganz normales Silikon verwenden. Wir haben jetzt hier Tikaflex bei uns gehabt. Das ist so speziell für den Marinebedarf. Und das dichtet dann die gemachten Löcher dann, dichtet dann ab. Und dann brauchen wir noch eine Wasserwaage. Die benutzen wir dann, um das Schlauchboot dann Wasserwaagen gerade auf den Tisch zu machen. So, bevor wir anfangen zu bohren, können wir schon mal den Reifen auf diese Gabel hier aufsetzen. Und zwar gibt es dafür eine Achse in dieser Tüte hier. Das ist hier die Edelstahlachse. Und die stecken wir dann hier rein. So, dieser graue Pin hier von der Edelstahlachse muss dann einmal hier verdreht werden entlang dieser Verlaufungsschiene, damit sie dann in dieser Einkerbung hier dann einrastet und dann so gesehen verriegelt wird. Dazu müssen wir das Rad dann, dazu müssen wir dann mit dem Kreuzschraubendreher fest reindrücken und gleichzeitig das Ganze dann drehen. So, jetzt ist es drin und jetzt ist die Achse dann fest. Also all das, was ich euch hier in dem Video erkläre, dazu gibt es natürlich auch eine Anleitung in dem Paket. Die sieht dann so aus. Die ist zwar auf Englisch, aber relativ gut erklärt. Und dann gibt es nochmal eine Bohrschablone. Die müssen wir dann einmal durch die Mitte hier trennen mit einer Schere. Eine Schere habe ich hier, glaube ich. Genau. Die schneiden wir dann einmal in der Mitte durch. Vorhin habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass ihr noch ein Klebeband braucht. Und natürlich noch die Schere, die ich gerade benutzt habe, um das Blatt Papier durch zwei zu teilen. Jetzt müssen wir das ganze Schlauchboot vorbereiten. Und zwar müssen wir dafür sorgen, dass das Schlauchboot vertikal auf dem Boden oder auf dem Tisch steht und dass wir nach unten hin Platz haben. Also in der Anleitung steht drauf, dass wir 30 cm Abstand benötigen. Wir haben jetzt den Vorteil, weil wir das auf dem Tisch montieren, dass wir das einfach nur etwas weiter nach hinten ziehen, das Schlauchboot. Und dann habe ich hier genügend Platz. So, jetzt werde ich mit der Wasserwaage kontrollieren, ob das Schlauchboot waagerecht auf dem Tisch liegt. Und wenn nicht, dann passe ich das dementsprechend an, indem ich rechts oder nach links irgendwas da drunter tue, damit es einigermaßen waagerecht steht. So, jetzt justiere ich die Wasserwaage. So ist es perfekt. So, bevor wir jetzt anfangen, halten wir das Ganze jetzt am Heckspiegel dran und gucken, ob das in der oberen Position und unteren Position einwandfrei funktioniert, bevor wir jetzt anfangen zu bohren. Dazu nehmen wir einmal den Reifen hier und dann dieses Kunststoffteil, was später hier aufgeschraubt wird, und befestigen dann den Reifen auf das Teil. Und so wie ich das jetzt hier drauf stecke, genauso einfach wird dann auch die Montage und Demontage dann sein, später, wenn das Schlauchboot dann in Benutzung ist. Also dieses Kunststoffteil stecke ich dann hier rein, so, und drehe das Ganze dann zu und dann ist es dann verriegelt. In der Position hier ist das Rad verschlossen, das heißt, ich kann das aus dieser Arretrierung hier nicht mehr rausbewegen. Wenn ich das jetzt öffne, muss ich eine kleine Drehung machen und jetzt
kann ich das Rad hier öffnen und kann das über das ganze Gelenk dann 180 Grad drehen. So, jetzt halte ich mir das Ding dran und schaue. Hier unten gibt es keine Probleme. Und komplett nach oben hin auch nicht. Das heißt, die Position so gefällt mir. Dann nehme ich das Maßband und merke mir den Abstand zum oberen Heckspiegel. Das wären jetzt 20. Das ist wichtig, dass wir den Abstand genauso lang machen wie den Abstand hier auf der anderen Seite. Meine Schablone exakt bei 20 cm dann aufkleben. Dazu nehme ich das Klebeband, klebe ich das an allen vier Ecken dann die Schablone fest. So, und mach das Ganze dann auch auf der anderen Seite. Auch der Abstand hier sollte mit der Seite und der anderen Seite dann auch identisch sein. So, jetzt kommen wir zu der linken Schablone. Die sollte auch genau 20 cm betragen. Das ist ungefähr hier. Und auf der Seite sind das dann ungefähr 3,5 cm. Das machen wir dann auch. Jetzt haben wir das. Befestigen das Ganze dann wieder an den vier Ecken. So, jetzt markieren wir die vier Stellen. Und zwar kann man das entweder mit einem Markierer machen, so steht es auch in der Rayblaser-Anleitung, aber die Holzbohrer haben so eine ganz dünne Spitze hier vorne und deswegen mache ich das dann mit der Bohrspitze. Bohr da ganz leicht rein und markiere das dann automatisch auch gleichzeitig. Drei. Und das letzte Loch. Die vier. So. Also wir haben als Heckspiegel bei unserem Benger Schlauchbooten Siebdruckplatten. Und die äußerste Schicht, die ist halt, das ist eine Oberschicht. Und wenn ich das Ganze dann, jetzt sofort durchbohren würde, würde es auf der anderen Seite abplatzen. Wenn ihr selber auch Siebdruckplatten habt, dann macht es genauso wie ich. Ich nehme dann einen 9er Bohrkopf und mache diese äußerste Schicht einfach nur ab, sodass das auf der anderen Seite dann nicht abplatzen tut. Das reicht schon. Nur anbohren, dass die äußerste Siebdruckplattenschicht dann nicht abplatzen kann. So, das reicht schon. Jetzt nehmen wir wieder den 3er Bohrkopf, bohren das durch, aber dabei müssen wir halt darauf achten, wenn wir auf der anderen Seite wieder rauskommen, dass wir leicht rauskommen, weil sonst, wie gesagt, die äußere Schicht dann abgeplatzt wird und dann habt ihr da so unschöne Abplatzungen. So, ich bohre jetzt durch, guck mir gleichzeitig die andere Seite an und sobald ich merke, ich komme jetzt raus, dann werde ich langsamer, drücke weniger. Und dann klappt das auch wunderbar. So, jetzt nehme ich wieder den 8er Bohrkopf und mache das gleich hier mit dem, wie ich das schon außen gemacht habe. 1, 2, 3. Und 4. So, jetzt nehme ich den 6,5 Bohrkopf und kann das tatsächlich benötigte Loch dann bohren.
Ihr solltet natürlich beim Markieren auch darauf achten, dass auf der anderen Seite jetzt nicht irgendein so Typenschild ist oder so, wo auf der Innenseite eine Plakette draufgeklebt wurde oder so. Also darauf müsst ihr natürlich dann auch noch achten. So, die vier Löcher sind gemacht. Hier ist leider etwas abgeplatzt. Das ist halt der Grund, warum ich ganz am Anfang mit einem größeren Bohrkopf da vorgebohrt habe. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ihr müsst natürlich immer darauf achten, dieses Bracket hier hat einmal ein kleines Loch und ein großes Loch. Und ihr müsst das große Loch dann auf der Innenseite zum Boot befestigen, also auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite muss dann das große Loch links sein. Und bevor wir da das Ganze jetzt hier verschrauben, benutzen wir dieses Silikon, um das Ganze dann abzudichten. In die Löcher rein, klein wenig reicht schon, also muss nicht richtig viel sein. Einfach nur die Löcher zu stopfen, damit falls, da ist zwar eine Gummidichtung dabei, aber sicher ist sicher. Und jetzt haben wir das Silikon jetzt hier drauf getan. Die 8 Schrauben, also 4 auf jeder Seite, müssen in folgender Reihenfolge angebracht werden. Und zwar befindet sich im Schraubenpaket einmal hier diese 6-Kant-Edelstahlschraube. Die wird erstmal hier durchgesteckt. Dann wird auf der anderen Seite diese schwarze Unterlegscheibe hier befestigt. Die ist im Grunde dafür da, damit von außen nach innen kein Wasser eindringen kann, also nochmal so ein zusätzlicher Abdichtung gegen Wasser. Dann wird das Ganze in den Heckspiegel reingesteckt und auf der anderen Seite dann wird, also auf der Innenseite vom Schlauchboot wird dann diese Unterlegscheibe hier reingesetzt, diese weiße Unterlegscheibe. Dann kommt die metallfarbene Unterlegscheibe da rein und als allerletztes dann die Schraube, womit das Ganze dann festgemacht wird. Und so machen wir das jetzt und stecken das Ganze dann in die gebohrten Löcher rein. So, jetzt müssen wir zur anderen Seite und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt sind wir im Inneren vom Boot. Was man noch benötigt, ist eine 10er Maulschlüssel. Und zwar muss ich ja die 6-Kant-Schraube hinten festhalten, damit ich die hier vorne fest zudrehen kann. Also, im Paket befindet sich einmal so eine weiße Kunststoffmutter, dann befindet sich eine Edelstahlmutter. Als erstes kommt die weiße Kunststoffmutter drauf, dann kommt die Metallmutter drauf und als allerletztes kommt die Schraube drauf. Und die mache ich dann mit einem 10er Kopf zu, indem ich auf der anderen Seite mit dem Maulschlüssel die Schraube fixiere. Jetzt ziehe ich das Ganze fest. Wie ihr seht, sind die Schrauben relativ lang gewählt. Und zwar liegt das daran, weil man ja nie vorher weiß, wie dick ein Heckspiegel ist. Es gibt da verschiedene Dicken, die gehen bis zu 40 mm, abhängig davon, wie groß das Schlauchboot ist. Unser 3,20 m hat einen 20 bis 25 mm Heckspiegelstärke und deswegen schauen die Schrauben etwas raus. Mit dem Silikon ist das natürlich ein bisschen Sauerei. Das heißt, ich mache das Silikon etwas weg, damit das nicht so verschmiert hier, weil auf der Schraube hat das eigentlich nichts zu suchen. Das soll nur in die Löcher rein. So, dann mache ich überall meine weiße Scheibe drauf. Dann die Metallschraube. Und dann ziehe ich überall dann die Schrauben fest. So, das war alles. Die eine Seite ist jetzt montiert und dann werde ich jetzt die andere Seite nochmal bohren und das Ganze festschrauben. Und dann sehen wir uns wieder, wie wir die Reifen dann an dem Schlauchboot befestigen und würden dann auch das Ganze so ein bisschen demonstrieren, wie einfach es dann ist, ganz alleine das Schlauchboot von A nach B zu transportieren. So, jetzt sind beide Reifen montiert. Auf der linken Seite, da habe ich das Rad schon dran gemacht und kann mal kurz demonstrieren, wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht. Also jetzt ist das die feste Position und wenn ich jetzt hier an diesem Riegel hier dran drehe, dann zack, fällt das Rad raus und dann kann ich das
nach oben klappen. Festmachen und dann, wenn ich den Riegel wieder verdrehe, dann ist das Ganze wieder fest. Ja? Das heißt, hier entriegeln, an die Position bringen, verriegeln und das Ganze ist fest. Relativ einfach. So, jetzt machen wir mal das Rad auf der rechten Seite dran, weil das Rad muss ja im Endeffekt nach jedem Zusammenfalten des Schlauchboots komplett entnommen werden aus diesen Halterungen hier. Und das geht relativ einfach. Dazu tun wir den Gelenk hier rein. Und dieser graue Stift hier muss dann reingesetzt werden. Und auf der anderen Seite dann kommt es wieder raus. Und dieser Bügel hier muss einmal hochgeklappt werden und festgemacht werden. Jetzt ist alles perfekt. So, die Slipreifen sind jetzt fertig am Heckspiegel montiert. Und wir werden jetzt die Reifen runterklappen. Und ich werde das Schlauchboot dann vorne festhalten und hinter mir herziehen. Und die Slipreifen sind super dafür geeignet, wenn ihr das Schlauchboot immer wieder auf- und abbauen müsst. Weil man den kompletten Reifen mittels einer Handbewegung komplett entfernen kann und genauso einfach wieder hinten an dem Heckspiegel befestigen kann. Jetzt entriegele ich die Reifen einmal. Stecke sie in die richtige Position, verriegel das Ganze wieder. Auf der linken Seite mache ich das Gleiche. Entriegeln. Schlauchboot muss ein bisschen weiter nach vorne kommen. Und wieder verriegeln. Jetzt werde ich das hintere Teil nach unten tun. So, ich kann mich jetzt hierher bewegen und das Schlauchboot dann so problemlos nach vorne und nach hinten tragen. Dabei ist es noch zu erwähnen, also das sind zwar Kunststoffreifen, aber diese Kunststoffreifen sind jetzt nicht aus einem harten Plastik, sondern die sind außen auf der Lauffläche gummiert. So sind die Reifen kaum zu hören. Und die Zipfel berühren auch niemals den Boden, egal wie hoch ich die Spitze des Schlauchboots anhebe. Da die Reifen relativ groß sind, passiert es bei keiner Situation, dass das Schlauchboot irgendwie den Boden berührt beim Transportieren. Für weitere Informationen, Preise oder wenn du weitere Bilder wünschst, dann besuche unsere Webseite auf www.benga.de. Unter der Kategorie Rail Blazer findest du diese Reifen. Falls du auf der Suche nach Ersatzteilen bist zu diesen Reifen, wir führen auch in unserem Online-Shop jegliche Ersatzteile, die Rail Blazer zu den Reifen anbietet. Und viel Spaß beim Nachbauen.